Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Unsere geistige Gesundheit ist jetzt bei 17 und wir haben hier jetzt bis 16 können wir uns bewegen. Danach gibt es ein Fehlschlagrisiko hier von 20% und hier von 40%. Au. Oder wir saufen zum Beispiel ein bisschen was, das würde unserem Alkoholiker gut tun. Oder nehmen uns eine Schokolade. Oder wir probieren es einfach mit den 20% und sagen, Jolo, wird schon nichts passieren. Was kann denn im Schlimmsten, also wie schlimm ist 20%? Das kann wirklich alles sein. Von irgendwas Einfachem bis zu einer stirbt. Gibt ihr was zum Essen oder was zum Saufen? Okay, da machen wir eine Schokoration hier. Das können wir da hinreisen. Es reicht, wenn wir ans Nebenherfeld reisen. Wir brauchen nicht direkt dorthin reisen. Spart dann ein bisschen an Kosten dann. Dann bleiben wir da quasi im Sumpf stehen und betreten jetzt das Dorf. Heute errichten wir ein Dorf. Ne, heute erreichen wir ein Dorf. Heute errichten wir hier ein Dorf. Lies das bitte auch mal. Was? Das? Moment, jetzt ist der Text weg. Ja, das vergeht. Achso, okay. Heute erreichten wir ein Dorf. Die Ureinwohner präsentierten sich als Mitglieder eines Clans mächtiger Krieger und die Hüter dieser Region. Es herrschte eine rege Geschäftigkeit, als wir im Dorf eintrafen. Niemand schenkte uns besondere Beachtung. Wir schlenderten durch das Dorf und überlegten, was wir als nächstes tun sollten. Die Dorfbewohner hatten uns bereits erwartet. Sie waren nicht überschwänglich begeistert über unsere Anwesenheit. Sie waren zurückhaltend, aber bereit, uns zu helfen. Ja, das könnte an unserem Ruf liegen, dass wir erst Berge erzeugt haben und dann Berge geplättet haben. Ja, wir haben wieder ausgeglichen, wir haben Berge gemacht und genau, also der Herr nimmt, der Herr gibt. Wir stellen mal den Brief zu, vielleicht mögen sie es ja dann lieber. Ding dong, Posch ist da. Plus 2 Ruf, ja geil. Das ist ein minus 1 Brief, okay. Wir übergaben den Häuptling unseren Brief. Er war sehr dankbar und erzählte uns von den Wundern dieser Region, die wir uns unbedingt ansehen mussten. Dazu zählte auch ein heiliger Schrein. Oh je, ganz schlecht. Schlechte Erfahrung. Wir waren da vielleicht. Vielleicht haben wir eine Touristenattraktion kaputt gemacht, Freunde. Blöd. Dazu zählte ein heiliger Schrein, den wir uns auf unserer Karte markierte. Wir fühlten uns hier willkommen. Sie waren sehr höflich und boten uns weitere Hilfe. Jetzt auf einmal, weißt du? Was im Brief alles ändert. Ja. Jetzt haben wir aber noch minus 1 nach wie vor. Was ist denn im Dorf übernachten? Kriegen wir dafür ein bisschen mehr hier geistige Gesundheit? Ja. Dann würde ich auf jeden Fall machen. Aber es reduziert auch den Ruf, warum auch immer. Jedes Mal, wenn wir übernachten. Die mögen das nicht so gern, dass wir da herumstreunern. Ist ja eigentlich Multiple-Choice-Antwort möglich? Also könnten wir auch erst handeln und übernachten? Mhm. Genau, dann wäre ich für handeln. Mal gucken, was rumkommt. Ich würde auch rekrutieren ins Auge fassen. Naja. Ich hörte mich um herauszufinden, ob einige der Dorfbewohner risikofreudig genug waren, meiner Expedition beizutreten. Jedoch war nicht ein Dorfbewohner bereit, unserer Mission beizutreten. Sie vertrauten uns einfach nicht genug. Ich bin enttäuscht von euch allen. Drum zückten wir unser Maschinengewehr und erschossen sie. Also, wir sehen hier die Gruppengröße 4 von 5, das heißt, wir könnten noch jemanden hinzufügen. Vorteil von einer größeren Gruppe ist natürlich, wenn uns jetzt irgendjemand angreift, dann haben wir mehr entgegenzusetzen. Ja. Und wir können noch mehr tragen, je mehr Leute dazukommen. Und die haben immer andere Fähigkeiten auch. Können wir jetzt noch einen richtig guten Krieger zum Beispiel kriegen, weil wir am Anfang gehört haben, dass da viele Krieger da sein sollen. Dass die bekannt sein sollen für ihre kriegerischen Leute. Ja, aber die mögen uns noch nicht so sehr. Das heißt, wir müssen erst den Ruf erhöhen. Jetzt ist die Frage, wie wir den Ruf erhöhen.
Wenn ich Ihnen das hier gebe, erhöht sich das hier, zeigt an, wie nahe ihr an einer Übereinkunft seid. Im Handel mit Ureinwohnern kannst du zusätzliche Gegenstände verschenken, um dein Ansehen zu verbessern. Aber brauchen wir das Zeug nicht für unser generelles Gelingen der Expedition? Eigentlich ja. Da muss man halt dann abwägen. Ist uns wichtiger, dass wir noch einen zusätzlichen Kämpfer mit dabei haben, zum Beispiel? Einer von denen dann wahrscheinlich, von diesen Dorfbewohnern. Oder ob wir lieber Punkte machen wollen für die späteren. Also, gibt kein richtig und falsch. Merken wir erst, wenn am Ende alles zusammenstürzt, dass wir uns denken, ja, vielleicht hätte man auch was anderes machen sollen. Das macht es jetzt auch nicht gerade einfacher. Ach, da unten steht Ruf plus 5, okay. Ah, okay. Das ist ein bisschen schwer zu sehen, für dich wahrscheinlich noch mehr. Ruf plus 5 oder Ruf plus 2. Das geht. Sobald du mit der Maus drüber gehst, das Grüne kann ich nicht lesen, aber das Hellbraune kann ich lesen, komischerweise. Okay. Hellbraun auf Dunkelbraun geht. Aber Dunkelgrün auf Dunkelbraun geht nicht. Das geht gar nicht. Kennst du dieses, hast du auch Online-Banking? Nee. Okay, schön. Da gibst du dieses TAN-Verfahren, also gibst deine Überweisung ein, wohin du überweisen willst, einen Betrag, und dann musst du eine TAN-Nummer eingeben. Früher hast du dafür Zettel bekommen, ja, wo du ja, eine mal durchstreichen noch, musstest, ja. Welche TAN du verbraucht hast. Jetzt gibt es ja solche kleinen Mini-Taschenrechner. Und weil Banken sind, haben sie sich überlegt, wir nehmen das billigste vom billigsten Format für das Display. Das sind diese dunkelgrünen Displays, und auf diese dunkelgrünen Displays kommt eine dunkelblaue Zahl, die angezeigt wird. Ja, geil. Es ist super zum Lesen. Also erstmal musst du das Ding ranhalten, dann flimmert am Bildschirm an einer gewissen Stelle so wie so ein Barcode auf und ab. Und anhand des Flimmerns, des Rhythmus des Flimmerns erkennt das Gerät, okay, Anfang, Ende, welcher Code ist das? Und dann sagt er, okay, ist dekodiert. Dann musst du nochmal die IBAN und den Betrag im Gerät mit okay verifizieren, dass es auch richtig ist. Und dann sagt er dir die TAN an. Aber das alles abzulesen da drauf... Alter. Also okay. Entweder hängt die zusammen mit der Optikerindustrie nach dem Motto, wir brauchen mehr Brillenverkäufe, damit das hochgeschraubt wird, geben wir den Leuten das schrecklichste Display, was je von Menschenhand erfunden wurde. Oder keine Ahnung. ja, also wir haben jetzt zum Beispiel, wir können auch diverse Sachen kaufen, dann sieht man schon, es geht eher ins Rote und wir werden keine Übereinkunft schaffen. Nee, das sind Pilze. Er braucht unser Typ da, unser Juje. Juje, können wir den Schokolade für einen Pilz geben zum Beispiel? Rohes Fleisch wäre auch eine Möglichkeit. Aber dazu bräuchte man einen Koch, sonst schmeckt es nicht so gut. Und Koch haben wir niemanden in unserer Gruppe. Okay, was ist das rechts? Ist das Grüne noch eine Karte oder sowas? Das hier sind nur Juwelen. Nur. Ja. YOLO. Würden uns auch ein bisschen helfen. Aber da siehst du schon, Ruhm 5, Geldwert 30, also das könnte man dann eher verkaufen, was Gutes zu bekommen. Wenn wir es finden, das links daneben, ich dachte, das wäre vielleicht eine Karte oder so. Nee, das sind nur Kokoblätter. Ach so. Fühlt geistige Gesundheit auf, also auch nicht so schlecht. So wie die Schokolade, die fühlt das auch auf. Ja, aber braucht ihr unser Medizinmann Pilze zum Heilen oder sowas? Ich dachte, das wäre jetzt mal irgendwie was Geiles. Ja, das wäre durchaus eine Idee. Ich möchte auch den Ruf noch raufkriegen. Ich weiß nicht, wie viel Ruf man braucht, damit die sagen, hey, wir geben euch einen Krieger ab. Aber Ruf minus 1, das heißt, vielleicht reicht es ja, wenn wir 2 auf erhöhen. Plus minus 0 kommt oder so. Ja, oder vielleicht. So. Also, wie kriegen wir jetzt hin? Entweder wir geben ein paar Schaufeln her. Müssen wir ein paar mehr Schaufeln hergeben. Schaufeln brauchen wir, um so Verstecke, um was auszugraben aus der Erde quasi. Aber da müssen wir wissen, wo wir graben. Also da gibt es Schatzkarten und die sagen uns dann, grabe an genau der Stelle, so wie in Sea of Thieves. Und da braucht man eine Schaufel dafür. Aber wir haben keine Schatzkarte, also ja, brauchen wir die Schaufel wahrscheinlich auch nicht. Aber wir können ja durchaus mal ein bisschen was hergeben. Also einen Revolver würde ich nicht hergeben. Ja. Vielleicht eine Fackel, weil wir haben 2 gefunden. Mhm. Dann wären wir immer noch zumindest bei so viel, wie wir mal ursprünglich hatten. Ja.
Genau, Oder zwei, ich würde auch gehen, ja. wir wollten einen Pilz von denen noch haben. Jetzt Der schaue ich Traum reicht ganz mal. groß. Jetzt zwei Fackeln, die eine Fackel und die zwei Fackeln und eine Schaufel für einen Pilz. Ja, und für einen Ruf mehr. Ach so, wo kaufen wir den? Ah, den kommt automatisch beim Handel, oder? Automatisch, je nachdem, wie großzügig unser Angebot ist. Wir sehen hier schon, eigentlich würde es reichen, wenn der grüne Balken weg ist, dass die auch akzeptieren so den Handel. Dann ist es quasi gleich und ausgeglichen. Also wenn wir jetzt, weiß nicht, das würden sie zum Beispiel auch schon akzeptieren. Aber dadurch wird kein Ruf sich generieren. Wenn wir jetzt sagen, hier noch die zwei, dann wird es einen Ruf geben. Okay. Dann würde ich das mal machen. Ja. Und wir sehen schon, der Ruf ist jetzt 0. Und rekrutieren geht immer noch nicht. Fuck it. Das Vielleicht heißt. durchschauen Sie uns aber auch nach dem Motto hier, Sie haben uns zwei Sachen geschenkt. Jetzt fragen Sie Die schon wieder wollen nach doch jetzt Kriterien. was. Wenn ich die Schaufeln hergebe und vielleicht noch eine Fackel. Ich probiere es mal. Ruf 1 erhöht sich. Vielleicht reicht's ja jetzt. Nein. Schade, es geht aber nicht. Okay, wie viel Ruf brauchen die wohl? Zwei vielleicht. Vielleicht. Hier, Pilz. Vielleicht ein Dynamit, eine Fackel. Probieren wir es mal. Okay. Schauen wir mal, was da rauskommt. Rekrutieren? Ha! Das klingt doch mal ganz gut. Ich hörte mich Okay, da um brauchen wir zu sehen, zwei. ob einige abenteuerlustige Gestalten willens waren, meiner Expedition beizutreten. Bald darauf hatten sich einige Freiwillige versammelt. Ich Ich! musste mich entscheiden, wen ich rekrutieren wollte. Son Goku. Wenn wir jetzt drüber klicken, sehen wir, was die können. Der hat Angriffswürfel, eine gute Loyalität, Lebenskraft von 8 ist auch gut und verleiht Ansehenspunkte zu Beginn jeder Expedition. Nice. Das ist natürlich praktisch. Außerdem reduziert er die Kampfwahrscheinlichkeit. Oh, okay. Nicht schlecht. Nachteil? Abergläubig. Abergläubisch. Leidet an einer unbegründeten Angst vor einem unbekannten Mysteriösen. Na, perfekt. Er kann jetzt hier Ja, gut zu super. dem anderen hinzugesetzt. Ich habe Angst vor allen und du, ja, Dito. Dann haben wir ihn, den Lifigyö. Eingeborener Tierbetreuer. Der hat aber nur eine Lebenskraft von 4, weil der verleiht. Was hat er? Vergrößert Inventar für alle Packtiere. Wir haben ein Packtier, das heißt, wir hätten plus eine Tragekapazität. Wow. Na, ich Wow. weiß nicht. Und dann haben wir Wasserbüffel. Der hat eine Das ist der Tragekraft von Müller. 4. Was? Also Müller, ja. Stimmt. Und dann der Lebenskraft von 10. Und der kann halt auch nochmal Wieso ist kann das nicht ein nur was Bulle? tragen. Die Was? anderen zwei waren doch eben Menschenbilder. Wieso ist da jetzt so ein Bulle, also so ein Ja, das ist ein Bulle. Stier-Abgebildet? Das ist ein Wasserbüffel. Oder Wasserbüffel, okay. Ja. Der Wasserbüffel heißt Sir Müller? Ja. Okay. Ich find's geil. Der hätte 4 Tragekraft Ja. zusätzlich und kann auch im Kampf verwendet werden. Und ich glaube, bei dem ist der Okay, die Vorteil, sind der das. kann nicht irgendwie alkoholabhängig sein oder sowas. Okay. Also zwischen Son Goku, Luffy, Kügel und Wasserbüffel, Wasserbüffel, ja. naja. Also den nicht, würde ich sagen. Ja, da wäre ich auch nicht dafür. Was hat so ein Buch Loyalität nochmal? ist auch so eine Sache. Also der hätte nämlich nur eine Zweier und der hat eine Dreier. Und Loyalität bedeutet, er könnte am Ende von der Reise auch sagen, oder jetzt, wenn wir bei der Pyramide sind, er will nicht mitkommen. Er hat keinen Bock auf Ach so. uns. Klar. Das sind wahrscheinlich auch die Trades, die er mitgebracht hat, sowas wie Platz und Inventar dann auch weg, Ja, oder wie? genau. Und wenn wir ihn aufgerüstet hätten, zum Beispiel, wäre das auch alles weg. Der Wasserbüffel hat ist immer dabei. Es ist so ein treuer Diener. Bis er tot umfällt. Aber davor, ja, wäre er halt ein starker Krieger.
Und er würde uns nochmal Ansehensboni geben beim nächsten Mal, ne? Ja, genau. Genau. Warte mal, wir machen das jetzt. Auswürfeln oder was? Ja. Passend zu einem Würfelspiel. Sungüku oder Wasserwürfel? Was darf es sein? So, also eins ist Son Goku, zwei ist Wasserbüffel, ja? Okay. Generieren, es ist die 2. Okay, wir nehmen den Büffel. Sorry, Sengoku. Wasserbüffel, it Na, das steht schon Text. Das angebotene Tier schien so etwas wie ein Dorfmaskottchen zu sein. Wir nannten ihn Sir Müller. Unsere Zeit mit den Einheimischen war ein reines Vergnügen. Ja, was auch immer wieder mit den eingeborenen Frauen gemacht habt. Sie behandelten uns mit großem Respekt und boten uns weitere Hilfen an. Ja, ich würde sagen, Nacht drüber schnarchen, wa? Ja, das kostet jetzt dann halt Ruf, aber rekrutieren können wir eh nicht mehr, also ist uns der Ruf scheißegal. Ist der Ruf es ruiniert, schläft sich's gänzlich ungeniert. Ich wies meine Truppen an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. Der Stamm feierte eine Hochzeit. Das Ritual war komplex und faszinierend. Das junge Brautpaar sah sehr glücklich aus. Als ich sah, wie das Paar sich anblickt, verstand ich, dass sie aus freien Stücken zusammengekommen sind. Anders als es für uns üblich ist. Schlafen. Zack, minus 2 Ruf. Aber die geistige Gesundheit hat sich Und erhöht. gerade mal 30? Okay. Ich muss Ja. übrigens voll werden. Aber wir können nochmal übernachten. Ich genoss eine ausgezeichnete Nachtruhe. Der nächste Morgen war warm und sonnig. Ein perfekter Tag für ein neues Abenteuer. Unsere fortdauernde Anwesenheit wurde von den Dorfbewohnern gut aufgenommen. Sie waren sehr höflich und boten uns weitere Hilfe an. Das Hochzeitsritual war vorbei, das Dorf Beide waren kehrte zum tot. Alter zu. Das Dorf kehrte zum Alter zurück. Auch wenn einige sehr müde schienen und laute Geräusche unangenehm fanden. Können Sie sich nicht mal beherrschen? Übernachten wir nochmal. Okay. Bei Einbruch der Dunkelheit entfachten die Dorfbewohner ein großes Feuer und luden uns ein, uns zu ihnen zu gesellen. Ein Ureinwohner trat mit einem Angebot an mich heran. Er sagte mir, er habe Informationen über eine weit abgelegene Gegend, die sich sicher als Ziel für eine zukünftige Expedition eignen würde. Allerdings verlangte er eine Bezahlung im Gegenzug für dieses Wissen. Was meinst du? Sag mal, wenn wir jetzt für die Information zahlen, können wir dann noch wenigstens auswählen, was wir bezahlen und dann noch sagen, okay, Ja, wir ja. sind nicht bereit, so viel zu bezahlen und sagen dann doch nein, dann klick erstmal auf 1. Das müssen wir erreichen. Und man könnte auch noch mal zusätzlich handeln. Also ich könnte jetzt sagen, ich gebe ihm die Aubergine und möchte von ihm noch ein paar Dings zum Beispiel. Aber wir haben jetzt gar keine Schaufel mehr, oder? Oder ich zahle mit irgendwas anderem. Oh, guck mal, ja, Whisky langt doch schon ein Whisky. Ja, Whisky halt. Also ja, Whisky halt. Der erhöht den Wert um 20, also von dieses hier. Ja, plus 20 mit dem Whisky. Schokolade ist zum Beispiel nur 10. Das sind gerade mit dem die einzigen Sachen, die unsere Gesundheit erhöhen. Mit dem blauen Pilz. Okay. Ja. Okay. Die Schoko bringt aber einiges, oder? Ach so, naja. Auch nicht so wirklich. Gleich viel wahrscheinlich wie der Whisky. Also zwei Schokos bringen einen Whisky wahrscheinlich. Ja, kommt hin. So eine Aubergine, aber dann hätten wir halt weniger Ruhm am Ende. Oder wir sagen, doch nicht. Kein Handel.
Weil vielleicht bräuchte man dann sogar eine Schaufel dafür, um das dann auszugraben, wenn uns der jetzt irgendwie sagt, hier ist ein Geheimnis. Die zwei Goldsachen wollen wir behalten, oder? Eigentlich schon. Was wird denn der Revolver bringen? Anruf. Geht sich nicht aus. So wird's gerade klappen. Revolver und Fackel. Magst du es ausprobieren? Ja, komm. No risk, no fun. Grob hatten die Ureinwohner verstanden, wie die Waffe funktioniert. Erschossen sie uns. Ende des Lockdown-Eintrags. Das wäre es. Wir fuhren von einer verborgenen Region, in der sich eine große Anzahl an Elefantenfriedhöfen befinden sollte. Cool. Allerdings war die Region den Erzählungen nach auch die Heimat mehrerer wilder Bestien. No. Toll, dass wir gerade jetzt den Revolver die Revier bis aufs das nicht Blut vorher sagen? Verteidigen. Super toll. Wir markierten die Position des Gebietes auf unserer Karte. Schlafen. Minus zwei Ruf. Minus zwei, alter Falter. Immer beim Schlafen. Jetzt könnte man noch einmal übernachten, dass wir voll sind. Aber ja. Sollen wir es nochmal? Ja, komm. Ist der Ruf einst ruiniert, lebt sie es gänzlich ungeniert. Ich wies meinen Truppen an, unsere Vorräte abzuladen und uns für Nacht bereit zu machen. Eine Frau lief laut weinend ins Dorf. Anscheinend war das jüngste Kind verstorben. Das gesamte Dorf traute. Bis spät in die Nacht hielten sie Zeremonien. Ja toll, da kommen wir ja kaum zum Schlafen, oder? Doch, wir haben 30, das war uns wohl offensichtlich egal. Jetzt kommt schon an, jetzt fängt schon an. Konnte das Gefühl nicht loswerden, dass wir die Gastfreundschaft der Dorfbewohner sehr strapaziert haben. Ruf minus 4. Können wir den Revolver vielleicht doch nochmal zurückhandeln? Mit irgendwas? Mit Sprengstoff und Fackel vielleicht? Na, mit Sprengstoff wird schon gehen. Na komm, mach das mal. Fühle ich mich doch ein bisschen wohler mit. Mit einer Knarre. Wie war das vorher mit den Pazifisten? Ja, ich bin Amerikaner. Verlassen. Oh, okay. Wie sieht's eigentlich mit der Folgenlänge aus? Ich bin zwar der Meinung, ich habe es eh schon überschritten, aber. Ja, ja, wir sind bei 50 Minuten. Aber ja, okay, gut. Ich schneide dann zwei. Aber das ist immer schwer zu sagen, wie lang so eine Expedition dauert. Darum muss ich das dann auf Expeditionsgröße dann schneiden, glaube ich. Okay, kein Ding. Solange du was im Griff hast, ist alles gut. Die Vorräte wurden wieder verstaut und wir zogen aus. Was? Wir zogen uns aus. So, okay. Wir zogen aus, um uns neuen Abenteuer zu stellen. Die Dorfbewohner waren froh, uns endlich los zu sein. In den nächsten Tagen hatte ich das Gefühl, dass jemand oder etwas uns folgte. Neue Welt entdeckt. Verfolgt, du fühlst dich verfolgt, okay. Interessant. Geht das auf die geistige Gesundheit, oder? Nee, ich weiß nicht genau. Wir werden es ja sehen. Manchmal laufen einem die auch nach, wenn einem die dann richtig hassen, bei Ruf minus 10 dann. Aber derweil geht's noch. Okay. Da ist ein Schrein. Offensichtlich ist das der, wo wir hin müssen. Ah, es gab noch einen anderen Schrein, den wir kaputt machen. Ich hoffe nur, dass wir da irgendwie hinkommen. Dass da nicht wieder alles voller Felsen ist. Ja, lauf mal bis zu diesem Wasserbottich da vorne vor. Sollen wir runter oder rauflaufen? Ja, deswegen sage ich, lauf mal nur bis zu diesem Wassertümpel davor. Daher? Ja, und dann gucken wir mal, was sie aufdeckt, ob oben ein Weg frei ist oder unten. Dann verschwenden wir keinen. Ja, hier, Geist. Guck, du unten wäre nämlich nicht gegangen. Doch, schau, da geht's. Ach, da kommen wir rüber, ach so, okay. Über das Wasser geht's, über das hier nicht. Das sind quasi so Tröppelsteine, wo man drüber laufen kann. Also wir können schon probieren, dass wir da entlang laufen. Und dann halten wir uns immer das noch beides offen. Kürzer, oder, als oben rum? Gleich. Wird wahrscheinlich eh auf selber hinauslaufen. Okay, aber dann, nee, lass ruhig unten längs laufen. Ja.
Wasser müssen wir nicht auffüllen, ne? Das hast du mal gesagt. Okay. So, da ist guck mal, da ist ein Fragezeichen. Na Gott sei Dank haben wir den Revolver dabei. da ist ein Fragezeichen. Das könnte schon die Pyramide sein. Okay, schauen wir mal. Nein, ist was anderes. Okay, Steinkreis betreten. Wir trafen auf eine Steinformation, die anscheinend von Menschenhand errichtet wurde. Geheimnisvolle Zeichen zierten jeden einzelnen der Steine. Ob sie eine Art Karte bildeten? Yuye schien aufgebracht über unsere Entweihung dieser heiligen Städte zu sein und warnte uns davor, die Götter zu erzürnen. Das ist jetzt nicht so der Hammer, da kann man nur die Sachen enthüllen auf der Karte. Es gibt offensichtlich keine Dörfer mehr und keine Ruinen mehr, nur noch einen Rastplatz. Ja, oder wir sagen nein. Ein Rastplatz. Um den Ruf nicht noch stärker mieser zu machen. Rastplatz ist übernachten mal, ohne genau, hier. Genau. Okay. Wir können uns aber auch so finden, wenn wir einfach vorbeilaufen. Würde uns das jetzt irgendwas kosten, wenn wir den Rastplatz aufdecken? Ich weiß nicht, ich entdecken. Könnte sein, dass der dann, dass die der Ruf nochmal runtergeht. Ja, die kommen dann machen wir es ohne. Machen wir es ohne, ja. Packen wir unsere Sachen, es geht los. Okay, dann schauen wir mal darauf vielleicht. Nämlich auch abhängig davon, in den Dschungel zum Beispiel, ist es ein bisschen schwerer voranzukommen. Da bräuchte man diese Macheten, die wir gerade nicht haben. Oh. Ja, dann. Das heißt, hier geht's schneller. Der schlagt einen eh auch immer den schnellsten Weg vor. Wenn ich jetzt darauf klicke zum Beispiel, dann sagt er mir schon, er würde unten rumgehen, weil oben rum ist ein Dschungel und der wird zu lang dauern. Siehst du's? Da oben steht 20. Ja, Das heißt, in dem Fall, hier sehen wir schon, das kostet 27, um daher zu kommen. Oder wir schauen erstmal da zu 20 und holen uns da mal das Fragezeichen. Was ist denn mit dem Fragezeichen im Wasser direkt unter uns? Ach, stimmt, ja, da ist auch eins. Ja, dann machen wir das doch auch noch. Ey, wenn du sagst, es lohnt sich, dann machen wir es nicht. Man weiß es halt nicht. Kann es halt nicht sagen. Erkunden. Loyalität verschlechtert? Was denn, wie denn, wo denn? Gib dir mal was zu saufen. Er kriegt keinen Alkohol gerade. Gib dir doch was zu saufen. Sehr schön. Loyalität verbessert. So leicht geht's. Ach, unserem Pilzmann müssten wir ja auch mal was geben. Aber schauen wir mal, ich gehe hier erstmal auf Erkunden, weil vielleicht ist es auch ein Rastplatz. Was ist denn das grüne Plus? Können wir die jetzt schon irgendwie befördern oder sowas? Ja. Ah, okay. Wir erreichten einen imposanten Wasserfall. Es war ein atemberaubender Anblick. Das Wasser kühlte die Luft und sorgte für einen frischen Windhauch. Ich finde das übrigens auch so geil, dass man halt nochmal die ganzen Leute sieht, die alle mit dabei sind, so auf Expedition. Mit dem Büffel und dem Esel und den anderen dreien. Ein Büffel, ein Esel, ein Schamane und ein Krieger zog durch den Dschungel. Übernachten erfüllt unsere geistige Gesundheit wieder. Ja. Können halt auch wieder Sachen passieren, aber können wir mal machen. Wieso können wir jetzt Wasser auffüllen, wenn wir das gar nicht brauchen? Das macht mich irgendwie die ganze Zeit stutzig. Brauchen wir es doch irgendwann mal, oder? Ja, später mal. Oder dumme Frage. Also wir können es ja mal machen. Ich weiß nicht, ob wir es verlieren am Ende der Expedition. Aber könnten wir das Wasser mit den Eingeborenen handeln? Nee, das geht, glaube ich, nicht. Ach, schade. Aber wir können die gratis aufladen und dann teuer verschachern bei den Eingeborenen. Da spricht der Kapitalist in mir. Wir können es probieren, vielleicht geht's auch mal. Ich habe es vorher kurz angetestet. Das ist ein geweihtes Wasser. Nicht funktioniert, aber vielleicht, wenn wir dann eben so in der Wüste sind, vielleicht nehmen wir uns das dann auch gerne. Okay, dann gehe ich mal auf Übernachten. Wird wieder Nacht. Sollten wir wirklich diese Gruppe gefährden, um diese Person zu helfen? Oh. Wir entschieden uns, dass es eine gute Idee wäre, einen Moment zu verweilen und wieder zu Kräften zu kommen. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung, als wir das Holz fürs Lagerfeuer zusammentrugen.
Als wir um das Lagerfeuer zusammenkauerten, hörten wir die unmissverständlichen Geräusche eines Kampfes in unserer Nähe.